Hallo Leute zu einem ganz komischen Parlament heute. Die SPD ist diesmal rausgeflogen und dafür ist die KPD reingekommen. Wir wissen auch nicht, wie das passieren konnte. Außerdem ist die NPD ist erstmals aus dem Parlament geflogen irgendwie. Und hier ist nur noch die AfD drin. Also, ganz klar. Also eindeutig ein extremer Linksruck hier in diesem Land. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, Linkswatch. Genau. Ich soll regieren. Tut mir leid, die rechte Seite ist halt eben einfach immer nur die kleine Schulter. Ja, die Rechten waren alle pro Putin hier, die wurden nicht mehr gewählt oder so, ich weiß es nicht. Die Rechten waren pro Putin. Ja, und die KPD ist komischerweise diesmal nicht pro Putin, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich meine, SPD schafft ein bisschen Putin, also sieht man schon sehr an eine bestimmte Person, die ich jetzt nicht nennen will. Was? Schröder. Ja, deswegen ist die SPD ja rausgeflogen, nur noch die KPD drin. Moment, ich bin ja Kanzler, ne? Du bist Kanzler, ja. Ja, Jugend, ich bin Kanzler. Dabei wollte ich doch lieber nicht regieren, als falsch zu regieren. Ich bin doch Lindner. Ja, du bist Lindner, du bist für Kapitalismus, aber zahlst trotzdem noch Geld rein in die Kasse. In die Markt. Genau. Der Markt regelt das ja. Ja. Aber wenn meine Spritpreise zu hoch sind, dann kann der Markt das nicht mehr regeln. Dann muss der Staat eingreifen. Niemand hat gesagt, dass der Markt alleine machen muss. Genau. Ich bin auch ein Markt. Weil Spritpreise zu senken, das ist kein Kommunismus, aber alles andere schon. Freak, ich habe ja noch keine Gesetze bekommen. Achso, Chaos hast du noch nicht gezogen. Chaos, du bist Präsident. Ich geb dir gar nichts, du gibst mir. Das Parlament, das kann ja nichts werden, ey. Ja. Können wir ein Misstrauensvotum gegen den Präsidenten durchführen? Ich glaube, der ist genau nicht zurechnungsfähig. Genau, damit wir ein bisschen mehr Fläche haben. Das ist jetzt... Oh Gott, da muss er auch immer wieder die Gesetze handverlesen. Jetzt du fühlst dich da hinten wohl so richtig schön eingekuschelt in deine Ecke. Ja, ich habe mir jetzt meinen Nachbarn hier. Ich bin die Violette. Ich glaube, wir müssen mal das nächste Mal ändern, weil die Violetten haben einfach... Und haben wir eigentlich das letzte Mal... Maximal 0,1%. Ja, also ich hatte die Wahl. Was ist denn das für ein Gesetz? Ich habe einen roten. Das ist das Gesetz, das ist Marktliberalisierung. Das steht doch schon liberal drauf. Ich als die liberale Partei hier muss natürlich dafür sein. Wir räumen das auf. Das war das Benzinpreise-Senken-Gesetz. AfD und was für eine Partei bist du? Die AfD schlägt die grauen Panzer vor. Ele? Also du bist die grauen Panzer? Ja, die grauen Panzer, weil die sind für mehr Militär oder so. Ich weiß es nicht, was die wollen. Ausleihen. Nein. Die sind pro Aufrüstung einfach nur die grauen Panzer. Nee, ich hab das nur mal so für Referenz gemacht. Achso. Falls du mal wieder hier eine Scheiße baust oder so. Falls ich Scheiße baue. Hallo? Ja, falls du Scheiße. Chaos ist Opposition. Pandora, der baut keine Scheiße. Ach so. Ich hab uns nicht zugestimmt, weil die grauen Panzer. Ach so, weil du auch Militär möchtest. Die Violetten sind so spirituell. Ich bin spirituell. Ich geb den guten Vibes. Spiritus Maximus. Gute Vibes. Ich send sie rüber zu dir, Ele. Also, jetzt werden erstmal. Aha. Ich habe aber eine schlechte Nachricht. Das finde ich gut. Das Militär wird erstmal. Die Militärausgaben werden erstmal erhöht. Was ist denn daran liberal an dem Gesetz? Dass unser Land verteidigt wird. Das könnte genauso gut faschistisch sein, das Gesetz, aber nur gut. Ich meine, Auslandsansätze, dafür oder dagegen, Gele? Auslandseinsätze. Ja, die grauen Panzer sind grundsätzlich dafür. Das steht in diesem Gesetz noch nicht drin. Oh. Nicht? Es ist schon wichtig, das reinzuschreiben. Ja, das kommt im Nachhinein, wird später kommen. Ja, alles klar. Also, hallo. Ich habe ein bisschen lieber Angst vor Skywalker, aber ich weiß, dass Brick gerade liberal gewählt hat. Du hast auch immer Angst vor mir, was soll das? Ja, ich habe immer Angst vor dir. Ja, okay, dann nicht. Na gut, nee, scheiß drauf, hab Angst vor mir, komm. Du sollst Angst vor mir. Das ist natürlich die Sache, dass man ja nicht weiß. Aha. Was? Ja, was, Pandora? Ich habe meine schlechte Nachricht noch nicht verkündet. Da waren zwei blaue. Oh. Ja, das ist stimmt. Da war das Gesetz für Auslandseinsätze noch drin. Mhm. Ja. Und das hast du weggeworfen. Nein, das habe ich weggeworfen. Also, Ele. Aber wir wollten. Ja, aber kann ich den trauen, wenn er sagt, dass er Hitler ist?
Weil das die Sache ist, wenn Chaos das sagt, dann könnte das durchaus sein. Ja gut, dann mach ich Brick. Hey, hallo? Kannst du das überhaupt noch nicht ändern? Alter, was ist mit dir los? Du kannst doch nicht mitten in der Wahl einfach ändern, wer gewählt wird. Ich hab kein Vertrauen mehr in diesen Präsidenten. Ich auch nicht. Ja, also so. Absolut kein Problem. Ich wurde alle dagegen. Solche Bastarde. Das wurde. Haben wir nur ein Problem, ihr da? Das wurde kategorisch abgelehnt. Ah, stimmt, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, was ist denn das Problem? Ja, er kann mich nicht wählen. Ja, lass mich wählen. Ja, aber wollen wir das? Ja, eine Option ist halt Brick oder Carl. Ja, wen soll ich? Aber ich bin der Hitler. Ach, weißt du was allein dafür? Nimm Brick. Also okay. Ich meine, ich existiere auch noch, aber okay. Ja, ich wollte das natürlich. Ja, ich bin dumm, aber da. Aber ist dir egal. Huber, du bist beim nächsten Mal Präsident. Ich bin nächstes Mal hier Generalsekretär. Ja, genau, ich. Generalsekretär? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch regiere. Jetzt, wo ich schon regieren muss. Zum zweiten Mal Kanzler. Ach, letztes Mal habe ich das schon so schön. Ja, ich sag ja eigentlich lieber nicht regieren als falsch regieren, aber wenn jetzt nur Scheiße kommt, dann kann ich ja nur falsch regieren. Die Chance dafür ist leider ein bisschen hoch. Ja. Also gut, ich muss zugeben, ich habe falsch regiert. Es tut mir fürchterlich leid. Es gibt leider Steuererhöhung. Ja, leider Steuererhöhung. Ich konnte nichts dafür. Ich habe nichts Besseres. Ich habe nur Steuererhöhung oder was war das andere? Wir machen das, oder? Das andere war irgendwie einfallen in Polen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, was der mir da gegeben hat. Das Gesetz fand ich auch nicht so gut, aber das andere wäre Krieg mit der Sowjetunion gewesen. Ah ja gut, dann kann ich es verstehen. Aber die gibt's da nicht mehr. Ja, in dieser Zeit hier schon. Die wird einfach neu geformt. Also da war Steuern erhöhen dann noch das geringste Übel. Ja, Brigitte. Ach so, Pandora. Aber von der KPD die AfD vorgeschlagen. Oh Gott, kann das funktionieren? Nee, das sag ich. Das ist die kommunistische verschiffte Variante. Naja, vielleicht, wenn rechts und links sich zusammentun, kommt die Mitte raus. Ja. Ich hoffe einfach mal, das funktioniert so. Ja, so, Draw 3. Jo. So, jetzt gibt mir schon eine Karte. Ich muss mal kurz schauen, ob ich liberal bin. Ja, bin ich immer noch. Gut. Gut, dass du das erstmal schauen musst. So, Pandora ist nicht liberal. Pandora ist sowas von nicht liberal. Ja, also wenn er nochmal nachschauen muss, der kann eigentlich. Aha! 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 Ja, Gott, und jetzt muss die KPD halt untersuchen. Ja, manchmal sind halt instant drei blaue raus. Komm, untersuch mich, Brick. Untersuch mich, Brick. Ich dachte, Dober darf suchen. Ja, wir untersuchen mal Chaos. Untersuch mich, Digga. Nee, ich untersuche echt Chaos interessant. Nee, ich finde auch Chaos interessant. Komm. Ja, ich bin Faschist, sag ich doch, die ganze Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Die Sache ist halt, ich weiß auch nicht, was Dober ist. Ja, Dober, was sagst du? Ja, ja, der Chaos, der lügt nicht. Aha. Der kleine Nazi. Okay. Einer von beiden ist Faschist. Einer von beiden ist Faschist. Ja, aber ich sag doch, der ist Faschist. Und was soll's da? Also Chaos ist der Liberale, aber okay, nicht zu wissen. Das ist halt bei Chaos naja, echt aber zu sagen. Ja, gut. Jetzt wäre ich für... Ja, die NSDAP hat damals auch gesagt, dass sie die Demokratie abschaffen wollen, als sie im Parlament waren. Ja. Also, wie jemand aus der Demokratie abschaffen will. Ja. Ja. Jemand, der VR benutzt, der sieht grundsätzlich so aus. Wählt mich nicht an. Wählt mich bloß nicht hier. Okay. Okay. Also wähl ich mal ihn. Ich will Chaos wählen. Die Sache ist, wir können Chaos wählen, weil er nur Fascho ist und ein Hitler. Woher wissen wir, dass das ist? Super gute Idee, genau das machen wir jetzt. Moment! Lass uns Fascho wählen, weil bis jetzt ist es noch nicht so schlimm. Ja, lass Hitler einfach 1932 wählen, da ist doch nicht so Schlimmes passiert. Also ich glaube, am vertrauenswürdigsten von den möglichen Optionen ist gerade Ehle. Der hat sehr, sehr demokratisch, ja. Ja, nee, Hitler war Demokratie. Ehle ist sowas von liberal Nummer 1. Ehle ist so liberal, das glaubt man gar nicht. Ja, er ist zu liberal. Ja, aber noch können wir es uns leisten. Noch
Was ja, wahrscheinlich ist der Hitler. Wenn ich im Hitler-Territorium. Hä, ja. Wir können es uns auch später noch leisten. Also, so ist es bitte, nicht. Bitte gewinn die Faschos, bitte gewinn die Faschos, bitte gewinn die Faschos. Jetzt, du, Ova, du musst dann auch noch eine Stimme abgeben. Ja, ja, ich musste auf Grimm schon antworten. Ach so. Ja, weil Grimm schon hat mir noch geschrieben. Dann wollen wir mal. Grimmichan. What? Da wären es halt keine Dokumente ohne meine Erlaubnis durchgegeben. Ich merke. Nee, das war einfach nur gutes sozialistisches Scheren vom Bonus. So, okay. So, jetzt gibt es. Was war denn das nochmal für ein Gesetz? Das, ja, das war Helme für das Ukraine. War die Liberalisierung von Söldnerarmeen oder sowas für die Auslandseinsätze. Ja, genau. Wir erlauben Söldner. Ja. Wir erlauben freiwilligen Kämpfern in die Ukraine zu ziehen oder so. Ja, Chaos, Vertrauen. Wir müssen da liberal sein. Oh Gott, ja, Chaos, die Vertrauen. Nehmen. Die können es doch schon, die Nahen Osten. Andorra, was sagst du? Absolut nicht, vertraue mir nicht. Da drüben also liegen ich sag trotzdem ja. Das wäre immer eine gute Idee. Aha. Du sagst trotzdem ja. Du sagst trotzdem ja. Weil er nicht schießen kann. Deswegen. Das stimmt. Ja, ich traue dem aber nicht. Okay. Gut, jetzt hab ich keinen Zweifel mehr. Brick, jetzt sag mal ehrlich, in welchem Spiel in Secret Hitler vertraut ja, das ist ja das Problem. Die Leute vertrauen dir häufiger als mir. Genau deswegen wollte ich eigentlich, dass die Wahl durchkommt. Ja, stimmt. Jetzt ist eine blöde Konstellation. Konstellation danach wird auch blöd. Aha. Aber was hättest du davon? Kanzler? Du weißt, wie du wählen musst. Du weißt, wie du wählen musst. Das können wir auch nicht zu mir. Das ist ein Problem. Du musst entweder mich oder Dora wählen. Eigentlich. Das können wir. Hä, ich kann auch Cersei wählen. Das ja, dann aber er hat ja zweimal die Macht. Cersei haben wir so ausgegrenzt. Warum eigentlich? Ich verstehe es auch nicht. Der verbreitet gute Vibes. Hat er auch gesagt. Ja, ich bin nur spirituell. Bin ja von nee, der ist da. Das sind definitiv nicht Drogen, die ich immer nehme. Aha. Eigentlich will ich Präsident sein. Der ist uns irgendwie, also Pandora ist ne, Cersei, da hab ich nichts gegen auszusetzen gegen Drogen. Ich bin für die Legalisierung. Oh Gott. Schon wieder AfD und KPD. Kann das funktionieren? Es muss es wird jetzt wahrscheinlich eine rote kommen, weil das. Ja, aber du hast schon, dass es kein Brokkoli ist, Brick, ne? Ja, aber ich bin für sehr viel Liberalisierung. Brokkoli ist eigentlich schlecht, also sind doch Drogen eigentlich gut. Das ist die einzige Karte, die du bekommst. Die andere behaltet. Hier gibt's keine Demokratie. Genau. Nix da, freie Wahl. Ja, freie Wahlen, überbewertet. So, erstmal Verbesserung der Arbeiter. Erstmal die Verbesserung der Rechte der Arbeiter. Aha, ja, kaum ist die KPD an der Macht. Wird die erstmal vollkommen Kommunismus eingeführt. Also, ich glaube, der mögliche Weg ist Brick, oder? Weil ich meine, wenn Sky Fascho ist... Ja, ich sag ja die ganze Zeit, ich bin Fascho. Ja. Ja, ich habe nichts dagegen. Sky wäre die sichere Route. Ich werde tatsächlich. Schlimmstenfalls darf Cersei dann gleich den Stapel untersuchen. Cersei wird Kanzler. Ja. Achso, ich muss ja auch dafür, abstimmen. Dass ich wieder den Kanzler stelle. Ja. Dass du den Kanzler stellst, ja, das hättest du ja. Ja, genau. So geht das immer. Also, ich finde tatsächlich, dass Karl Marx aufgestellt demokratisch bewiesen hat. Liberal. Und was mit mir, hä? Du hast schon selber gesagt, dass du Fascho bist. Du Fascho. Ich hab sogar so gesagt, dass ich der Hitler bin. Allerdings. Also, du bist nur ein Fascho. Du wartest immer noch, dass wir dich so normal behandeln, als wärst du keiner. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für du drei Rote. Ist, ja, ist egal. Relativ hoch. Also, pass auf. Ja, dann Ele. Mach. Ele, pass auf. Mir wär's erstens lieber, dass du der Präsident bist und Cersei der Kanzler. Dadurch haben wir einen Vorteil, dass wenn der Rote kommt, du die Karten checken kannst, bei dir kann ich dabei mehr vertrauen. Nee, ist mit Karten checken? Ja, weil ja, das nächste, die nächste Rote ist Karte checken. Oh, da habe ich mich vertan, aber okay. Ja, alles gut. Ja, Karten checken ist eigentlich noch besser als den nächsten Präsidenten aussuchen, von daher. Also sagen wir nein oder was? Mir lieber, wenn dann lieber Ele. Nein. Und danach kommt Dora, welcher bei mir auch durch ist. Ach, meine Wahl war eh egal. Nein, du wirst jetzt gewinnen, Cersei. Achso, ja. Wie war der Plan? Wer dafür das? Lieber Cersei. Bin ich ehrlich, lieber Cersei. Weil über Cersei wissen wir noch nicht so viel. Es ist ein Gamble. Ich gebe für Gamble die schon mal. Die Violetten, alle also gehen auf einmal Geist. Ich vertraue Cersei komplett. Oh Gott. Hab ich null von dir erwartet. Egal, wenn ich das nächste Mal ein Jahr liegt schon.
Das Schöne ist, sobald ich irgendwie sage, dass ich jemandem vertraue, ist der unten durch. Nicht unbedingt. Oder du sagst das jetzt, damit er unten durch ist. Das ist genauso wie dein Sketch von dem einen, ich glaube Bowserblatt oder so, wie die hießen, wo der eine AfD-Politiker so gesagt hat, ja, du gibst mir das Buch kostenlos oder ich mache ein Video über diesen Buchladen. Und dann, wie der AfD-Politiker dann so ein Video über den Buchladen macht und dann sagt, das ist super toll. Und dann kommen so die ganzen Leute und sagen, was? Ja, sag ich doch. Ist doch gar nicht. Bin gespannt, was Chaos lebt. Chaos liegt ein Jahr. Das bin ich auch gespannt. Ja, noch kann, noch sind wir im sicheren Bereich. Ja, Chaos will halt die Ablenkung spielen. Die Sache ist, ich kann jetzt nicht in der nächsten Runde Kanzler werden. Du kannst in der nächsten Runde auch Präsident werden. Ja. Du kannst nicht zum Kanzler machen. Nein. Doch, doch. Die Sache ist, aha. Ich hatte nur zwei rote. Ela ist es eben so. Mein sicherster Move ist... Dem ist so. Mein sicherster Move ist... Du darfst jetzt... Moment mal. Moment, wir sind noch nicht durch. Ich hab hier die drei Karten. Ja. Boah, das kann ja eigentlich nur blau kommen, oder? Du musst wieder auf den Vorstand. Den muss ich gehen. Ja. Oder ich muss sie ihm geben. Die musst du da. Nee, die ihm gehen, aber. Nee, ist auch vielleicht das Script nicht weiter, weil die Wahl muss ja auch noch durchkommen. Ja. Also. Ich sage mit der selben Sache, wir machen Chaos zum Präsidenten. Also, hätte die Waffe in die Hand genommen? Wenn wir im Hitler-Territorium sind. Wie sind die Karten? Vielleicht können wir so machen, dass wenn eine Off-O-Chance eine liberale Karte ist, dass ist ja man jetzt, immer Nein voten können. Haben wir verloren. Was sind die Karten? Ja, und Chaos ist ja, der offen sagt, dass er Hitler wäre. Ich bin ja auch Hitler. Ja, aber er ist ja nicht Hitler. Leute, ich kenne die Karten. Ja, was sind sie? Ich hab ja Chaos gecheckt, deswegen. Wie willst du denn wissen, dass er nur Fascho ist? Die nächsten drei haben eine blaue. Nur Fascho, oh. Und nicht Hitler. Ja, dann nein. Trotzdem, nein, du legst dir die rote hin und sagst dir, ich hab dir doch gesagt, ich bin Fascho. Erschieß mich. Und dann muss jetzt nur noch zwei rote liegen oder selber gewählt werden. Das ist mir zu riskant. Aber du, was? Also du, was hast Gamble. Du dir dabei gedacht? Ich mach mein Gamble. Nein. Gamble. Also, das ist Nein! Abgelehnt! Das hört mir jetzt zum ersten Mal, dass die Skybox hier die scheiß Weltkarte ist, ne? Das hört mir auch. Oh Gott, jetzt hab ich Verantwortung. Jetzt kannst du mich zum Kanzler machen. Nein! Du bist der Chaos gerade zum Kanzler machen wollte. Wo du selbst ja, sagst, dass er Fascho ist. Brick, die einzige andere Option bin halt ich. Ja, aber. Wir sind beide liberal und wir tun nur so, als wären wir beide Fascho. Warum würde es so tun, dass wir beide Fascho sein? Echt? Warum nicht? Das macht so null Sinn. Chaos, ich meine, Chaos traue ich das zu, aber Dova? Hallo, Chaos ist Fascho? Chaos ist Fascho, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Okay. Und ich lege dafür auch meine Hand ins Feuer, dass ich Fascho bin. Ich bin sogar der Hitler. Ja. Okay, du hast gesagt, wenn du nicht Hitler bist, dann musst du deine Hand ins Feuer legen. Alles klar. Ja? Die Sache ist halt, der Einzige, dem ich halbwegs vertraue, ist Pandora, aber es kann auch sein, dass er uns halt die ganze Zeit voll auszockt. Immer Pandora, Brick, das hat mittlerweile keinen Wert mehr. Die Sache ist einfach nur... Die Sache ist halt, ich vertraue dir nicht, weil du derjenige bist, der dort sagt, dass er Hitler ist und auch von Pandora beschuldigt wurde. Und Dora traue ich auch nicht wirklich. Das mache ich doch durchgehen. Du hast jetzt geschworen, dass du dein Handelsfeuer legst. Wenn jetzt ein Kanzler, wenn jetzt Hitler gewählt wird, das haben wir verloren. Ja! Also, Rick. Also, ich sag, wir werden jetzt entweder Pandora oder Dover, weil selbst, wenn einer Hitler ist, dann hat Skywalker versprochen, dass er seine Hand ins Feuer legt. Also, das ist Win-Win. Warte, was? Alle. Ja. Also, kurz, nochmal. Bevor du jetzt das Kanzlership bei mir ablegst. Ich vermute, dass du mich willst, deswegen sage ich das. Wer sind für dich die Faschisten am Tisch, Brick? Das ist halt eine gute Frage. Also entweder Chaos oder Dover ist einer und der andere ist dann, keine Ahnung, Pandora oder Cersei, würde ich jetzt sagen. Okay. Cersei, wer ist für dich, Fascho? Skywalker definitiv und du oder Ele. Okay. Wahrscheinlich ist es Brick.
Das kann halt aber er hat zu viel Gutes gemacht. Will gerade zu viel Gutes machen, sonst schätze ich mal Pandora und Ele. Eine von beiden. Okay, Ele, wer sind für dich die Faschos? Ele? Damit er ruhig. Mir fehlt noch Chaos und... und jetzt besucht er noch einen, den er beschuldigen kann, oder wie? Kannst du mich wählen, oder? Weil du Pandora so sehr liebst. Doof hast du keine Ahnung und Brick ist... Percy ist random. Weil wir ihn komplett ausgeschlossen haben. Ja, ja, doch. Ist der Fall. Von daher könnte es Cersei sein. Also, für dich bin ich durch, hast du das gerade gesagt. Du bist für mich nicht durch, weswegen ich dich lieber als Präsident hätte. Ich hätte mich auch gern lieber als Präsident, aber der Tracker muss ja eigentlich noch einer vorn, weil die Wahl ist nicht zustande gekommen. Mhm. Oh. 1-2, schwierig. Das ist schlecht. Das geht also eher nicht. Wer schießt dann? Keiner. Ja, dann keiner, wenn es durch random zustande käme. Nee, dann gibt's der zuletzt hatte, glaube ich. Nee. Also Pandora. Ele, du hast doch die Karten gesehen, du weißt doch, wie es ausgeht dann. Wenn das durchgeht, dann... Ah, scheiße, stimmt. Wird keiner erschossen. Der Präsident. Also ich habe jetzt... Hey, wo ist meine Karte hin? Jemand hat meine Karte geklaut. Also, danke. Ja, Brick. Ich lass mich wählen. Oh Gott. Ich weiß halt nicht, ob der uns nicht die ganze Zeit ausspielt. Der spielt es wahrscheinlich aus, aber irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ja, aber eine bessere Option habe ich einfach nicht. Prinzipiell könnten wir uns eine rote erlauben. Egal, wir haben so lange Siege Hitler nicht mehr gespielt, da können wir uns schon mal Patzer mal erlauben können. Also, so lange ist das jetzt auch nicht her. Wir haben vor, gerade mal 5 Folgen oder so hatten wir, glaube ich, zuletzt. Wie ist der Zeitraum, Brick? Was? Welcher Zeitraum? Der Zeitraum. Habt ihr Ja gewählt? Zeit entfernt war. Ja, ich hab Ja gewählt. So, wer wird denn? Ah. Ich. Überraschung. Ja, Dober? Die Sache ist, nächste Runde, wenn Chaos den Kanzler vorstellt, müssen wir eigentlich kollektiv Nein wählen. Ja, das war schon von Anfang klar. Ja, das ist klar. Nee, es wird jetzt so laufen. Entweder ist Brick Fascho, Pandora ist Hitler oder wir die Liberalen haben gewonnen. Nee, aber Chaos oder ist der Rote. Oder wir sind der Rote, das kann auch sein. Ja. Nein, das passiert nicht. Also doch, zwei Rote kommen. Also. Okay, wenn du das sagst, gut, dann will ich dir mal... Stimmt, ja, du hast gecheckt. Stimmt, wir sind durch. Ja, yep. Chaos ist Fascho. Ich hab mir Chaos gecheckt. Bist du Hitler? Nein, natürlich nicht. Ach. Soll ich nochmal nachschauen? Warte, komm, ich schau nochmal nach. Ah, nein, ich immer noch liberal. Bin ich mir immer noch... Ich hab ein Gefühl, es ist Cersei. Ja! Wie gesagt, die war Hitler. Jetzt gibst du mir die Karte. Ja. Warte. Chaos ist einfach so. Chaos, du warst so ein schlechter Hitler. Alter! Ich hatte schon so ein bisschen den Verdacht bei ihr. Wenn du nicht dass wir zwei blaue hätten, ne? In der nächsten. Ich nach dran. Wenn du nicht gesagt hättest, bei den nächsten drei Karten wären zwei blaue und eine rote dabei gewesen. Sondern wenn man was anderes erfunden hätte, wie zwei rote oder so. Dann hättest du es trotzdem nichts gebracht, weil du dich schon längst verraten hattest. Nein, wir konnten gar nicht mehr playen. Die haben mich ja trotzdem noch... GG, ihr wolltet Boys. Mich, ihr wolltet ich war ja so eine nette Oma. Nein, Dober wollte dich voten. Dober war der Einzige. Also von Pandora, Cersei und Brick hätte keiner ein Ja gestimmt. Theoretisch so, wenn du nicht gesagt hättest, dass die Nein. anders wären. Nein, niemand hätte Ja gewonnen. Niemand hätte Ja gewonnen. Könntest du schießen. Du könntest schießen. Selbst. Nein. Du sagst, wenn es also... Dover hätte schießen können. Ja, der Präsident. Er hätte ihn beschossen. Hey. Hätte ja. nicht beschossen, meine Herren. Der Präsident. Dann wäre das Spiel um gewesen. Hättest du gar nichts gemacht. Genau deswegen gammel ich. Okay. Neue Spieler, ja. oder? Ja. Aber diesmal mit Präsident. Ele, jetzt sei mal ehrlich, du warst kein besserer Faschist. Du hast nicht einmal mir ein Ja. Wie hätte ich dir denn helfen können? Du hast dich von Anfang an verraten. Du hättest zumindest einmal lügen können. Dadurch, dass du mich eben verraten hast. Ich hab zweimal eine blaue weggelegt. Sei mal kurz still. Zweimal. Okay? Sei mal kurz still.
Ich habe mich von Anfang an verraten, damit alle mich anzweifeln. Also ich zweifle dich nie an. Chaos, sagen wir es mal so. Chaos, sagen wir es mal so. Hätte Ehre jetzt nicht angezweifelt, dass du Fascho warst. Also, sagen wir es mal so. Hätte Ehre jetzt gelogen mit den Karten, die er gezogen hätte, und ich gezogen hätte, hätte ich instant gewusst, dass er Fascho ist. Ja, das hätte ihn abgeknallt. So, nein, du hattest ja eh gewonnen. Das hätte ja auch nichts gebracht. Die Lüge hätte mir gar nichts gebracht. Ja. Also ihr hattet halt einfach schon verloren. Machen wir einfach die nächste Runde. Ja. Aber ich hatte auch irgendwie so ein Gefühl, so während der Diskussion gekriegt, dass Ele Fascho ist. Ja, ich hab gedacht, Ele oder Pandora. Und halt Skywalker definitiv. Also war ich schon mal dran. Weil Ele auch irgendwie plötzlich so angefangen hat, ja, also wenn das jetzt falsch ist, dann haben wir ja verloren. Also das macht Ele eigentlich immer nur, wenn er Fascho ist. Ja, wie gesagt.